So, und mit ein paar Lecks. Herzlich willkommen zurück zu Dishonored. Ja, ich bin diesmal im Menü oder starte diesmal im Menü, da ich überlegt habe, dass ich das jetzt etwas anders mache mit Dishonored. Es regt mir einfach auf, dass Fraps die Aufnahmen immer verkackt, wenn ich sie aufspalte und wenn sie zu lang werden, verschiebt sich auch der Ton. Deswegen werde ich das jetzt einfach so machen, dass ich Dishonored gerade mit 0 Frames, was geht ab, Mann? Dishonored einfach immer anmoderieren und abmoderieren werde, so wie zum Beispiel Ox Must Die. Und die Parts dann immer 15 Minuten lang machen werde und dann beenden werde. Und wenn ich jetzt hier gerade mal. Na? Ja, wir sehen uns gleich in-game wieder. So, noch nicht ganz in-game, lädt gerade noch. Ich will hoffen, dass es gleich läuft und nicht wieder so richtig schön scheiße. Nicht? Ein Kampf muss nicht im Blutbad enden. Eine Flucht ist immer möglich. Naja. Ja, hat man ja gestern gesehen. Ich wollte ja eigentlich weniger Leute umbringen. Da werde ich mich auch versuchen dran zu halten. Alles klar. Gerade noch hier ein bisschen die Texturen laden. Ich werde natürlich versuchen, mich da dran zu halten, aber wer weiß, ob ich das schaffe. Ne? Alter Schwede, das regt mich schon wieder so derbe auf hier. Warum muss das jetzt lecken? Jetzt läuft's. Da ist ein Knochenartefakt. Golden Kette, ich brauche keinen geheimen Eingang in die Golden Kette, das schaffe ich auch so. Also. Achtung, Bürger von Dunbar. Dieser Ich wollte gerade sagen, weil da ist ja das Geschütz, würde ich jetzt mal sagen, was aufgestellt wurde. So, hier hatte ich doch auch noch irgendwo was gesehen, oder? Irre ich mich da? Na egal, ich werde jetzt jedenfalls erst einmal. Wer weiß, ob wir hier nachher wieder zurück müssen und ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Jetzt gerade nicht. Ich werde jedenfalls das Geschütz mal eben versuchen zu hacken. Jawohl. Ist das jetzt gehackt? Ja. Scheint wohl so. Da ist auch ein Eingang, aber ich hatte ja diesen geilen Unterirdischen entdeckt. Scheiße. Och Mann. Da wollte ich mich so geil runter teleportieren. Puh. Naja. Jedenfalls. Oh, Glück gehabt. Jedenfalls werde ich diesen geheimen unterirdischen Eingang benutzen, in der Hoffnung, dass ich dort weniger Gegnern begegne. Offizieller Bericht einer Wache an alle Offiziere der Wache. Beachten Sie, dass der Clavering Boulevard, der zum Holger Square führt, bis auf Weiteres abgeriegelt wurde. Nach dem Mord an Oberaufseher Thaddeus Thaddeus? Thaddeus Campbell, der höchsten religiösen Autorität des Landes, muss jeglicher Zugang zum Büro des Oberaufsehers von mir genehmigt werden. Erster Hauptmann Nathan Mortimer, Oberverbindungsoffizier. Ganz hohes Tier. So. Schlammkrähe, woher hat eine Pennerin wie du das Elixier? Wir sind seit einer Woche auf halber Ration. Ich will mir nicht die Seuche holen. Her damit. Nein, bitte. Für mein Baby. Bitte. Wir brauchen es. Wenn die Stadtwache krank wird, wie sollen wir sie Alter beschützen? Schwede, warum leckt das jetzt schon wieder so? Beschützen? Leck mich doch! Was soll denn das? Das geht mir auf den Sack hier schon wieder. So, da ich die ja nicht umbringen will. Schnapp sie dir, ich hol das Elixier. Alter! Fick dich! Nein, es ist mein. Was? Ich brauche es für meinen Jungen, damit er nicht krank wird. Zu den Waffen! Nein! Nein. Bam! Schniff, schnapp, Kopf ab. Alter, das geht mir gerade voll auf den Sehr Sack! vielen Dank. Oh, ey. Sie haben mich
Wie kann ich Ihnen danken? Ich habe nichts. Moment, nehmen Sie dies. Oh. Das ist der Hintertürschlüssel zu Buntings Haus, dem Kunstcenter an der Hauptstraße. Ah! Ich habe für ihn gearbeitet, vor der Seuche. Er hat alle Diener entlassen, aber wohnt noch immer dort. Vielleicht hofft er, etwas aus seinem Tresor verkaufen zu können. Ich weiß nicht, was doch noch ist, aber mehr kann ich nicht anbieten. Nehmen Sie ihn. Ja gut, musste ich einen umbringen, aber immerhin konnte ich einen retten. Das... Drei Frames! Ich meine, was soll das? Das lief bisher immer flüssig und jetzt gerade meint es, mich hier abfacken zu müssen. Alter Schwede. Ach ja, und jetzt einen Schritt mache ich und gleich wieder Frame-Einbrüche. Es geht mir so auf den Sack gerade. Ich unterbreche nochmal kurz die Aufnahme. So, in der Hoffnung, dass es jetzt flüssiger läuft. Nochmal den ganzen Spaß und da ist es schon wieder. Ja und klar, schon wieder. Fick dich. Fick dich, ehrlich mal. Egal was da dran schuld ist, Fraps oder das Ornat. Fick dich. Ich starte das Spiel jetzt nochmal neu. Und ja, mal sehen. So, und einen weiteren Versuch starte ich jetzt. Und es läuft. Juhu. Überraschenderweise läuft es richtig flüssig. Allerdings werde ich nach dieser Aufnahme nochmal an den Fraps-Einstellungen ein bisschen rumdrehen. Damit es dann angenehmer läuft. So, gucken wir hier mal um die Ecke rum. Ach genau, hier waren die Whiner, die ich abgemurkst habe. Nein, das nicht. Wo war denn hier das Knochenartefakt? Noch hinter der Golden Cat? Alles klar. Das heißt wieder einmal außen rum. Ich will ja so ziemlich alles mitnehmen, was möglich ist. Juhu! Voll der Assi hier. Achtung, Bürger von Dunbar. Knochenartefakt. Das heißt, es ist hier irgendwie. Kann man da oben irgendwie rein oder so? Da kann ich ja aufs Dach. Dann versuchen wir da doch mal was zu finden. Einen Eingang oder so von dort aus. Och nö. Nicht ernsthaft, ne? Nicht ernsthaft. Das ist jetzt ein Witz. Ich bin ja mal gespannt, was das jetzt für eine Infektion wirklich ist. Ne? Zwei Kugeln habe ich. Okay. Dass die nie den Klodeckel runterklappen können. So, ich würde sagen, das Zimmer habe ich fertig. Bevor ich durch die Tür gehe, werde ich allerdings die Folge beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. So. Ja. Ich bin jetzt an einer völlig anderen Stelle. Und zwar meinte Fritz einfach mal wieder, ich nehme einfach mal nicht auf. Deswegen hatte ich nur ein paar einzelne Bruchstücke. Und ja, es ist... es macht langsam wirklich gar keinen Spaß mehr, das Honor zu Let's Playen. Das Spiel an sich bockt so übertrieben. Ich könnte das den ganzen Tag zocken. Aber dadurch, dass halt Fraps immer die Aufnahme verkackt oder die Aufnahme nicht richtig läuft, macht es einfach keinen Spaß. Und ja... Deswegen bin ich jetzt hier an anderer Stelle. Ich mache das jetzt auch nicht nochmal, ist nicht viel passiert. Ich habe einen Kerl enthauptet. Vielleicht finden wir die Leiche nochmal. Die liegt hier vorne, hier drüben irgendwo. Genau, da liegen die beiden. Die mussten unbedingt mal wieder einen auf übereifrig machen. Deswegen musste ich die leider abmetzeln. Ich wollte sie eigentlich am Leben lassen, weil ich ja nicht töten will. So. Da sind Ratten hinter, das gefällt mir gar nicht. Aber wenigstens läuft es jetzt einigermaßen mit der Aufnahme gerade.
Eine Truhe. Eine Truhe. Alter, am Arsch. Leck mich. Leck mich, Dishonored. Leck mich, Fraps. Ich bin ehrlich kurz davor aufzuhören, das Spiel zu let's playen.